Um welche Personen ist es denn gegangen bei diesen Ladungslisten? Es geht um einen Mitarbeiter des ÖAB, den Herrn Habila, und es geht um einen Landesgeschäftsführer der ÖVP, den Herrn Malaun, die beide etwas zur Sache Telekom zu sagen gehabt hätten und, so wie sie es uns über die Medien ausrichten, sogar etwas sagen wollen. Alle haben gesagt, wir würden gerne in den Untersuchungsausschuss kommen, aber unsere eigene Partei lässt uns nicht. Geht man so wirklich mit Funktionären um in der ÖVP? Die wollen etwas zur Wahrheit beitragen und werden dann so grauslich zurückgepfiffen? Nein, aber die Rolle der SPÖ gilt es hier auch ein wenig zu beleuchten. Die SPÖ ans Koalitionsübereinkommen geklammert, die fühlt sich eigentlich ganz wohl, wenn vor allem andere Namen noch auftauchen, die wir gerne geladen hätten, nämlich einen Herrn Geschäftsführer Pöttler oder einen Herrn Ali Rahimi. Ich möchte, und Frau Präsidentin, ich möchte hier auch ausdrücklich an das anschließen, was Sie zu Beginn eingemahnt haben. Seitens meiner Fraktion wird nichts, was vertraulich ist, hier preisgegeben werden, verlesen werden oder Ähnliches, weil wir nämlich den Untersuchungsausschuss ernst sehen und es nicht als irgendein Kasperltheater, bei dem irgendwelche Regeln gebrochen werden können. Daher zitiere ich den Herrn Rahimi bzw. das, was der Herr Hochecker eben gesagt hat. Öffentliches Protokoll auf der Homepage des Parlaments einsehbar. Im Jahr 2006 vor den Nationalratswahlen sprach mich Ali Rahimi an, ob es nicht möglich sei, seitens der Telekom Austria den Wahlkampf der SPÖ zu unterstützen. Ich erklärte ihm, ich werde die Anfrage prüfen und schlug dann der Telekom Austria vor, Euro 20.000 zu spenden. Bescheid wussten wahrscheinlich Rudi Fischer, auf jeden Fall Schießler. Ich habe Schießler auch empfohlen, dann zu einer Veranstaltung in den Räumlichkeiten von Ali Rahimi mitzukommen, um diese Spende von Euro 20.000 anzubieten. Ich war bei dieser Veranstaltung auch dabei und habe dann mit Christian Pöttler vereinbart, die Rechnung und deren Inhalt zu definieren. Letztendlich bekam ich eine Rechnung für die Unterstützung einer Studie, Werbewirksamkeit von Gratiszeitungen der Echo-Verlag erhalten. Ziel war einzig und allein der Geldtransfer. Der Vorteil für die Telekom war gute Stimmung seitens der SPÖ und so weiter. Warum, meine Damen und Herren von SPÖ und ÖVP, dürfen wir diese Person nicht befragen? Weil man sagt, das würde zu sehr ins Detail gehen. Frau Präsidentin, Sie haben erst unlängst gemeint, man sollte sich auf die großen Fische konzentrieren dabei. Das würden und werden wir auch sehr gerne. Nur der Kollege Pilz ist ja ein erfahrener Fischer. Der weiß nur, dass man zu den großen Fischen nur dann kommt, wenn man entsprechende Köder auch vorher hat. Die können oft zum Teil ganz klein sein. Bei seiner Profession sogar das Fliegenfisch. Also eine kleine Fische, ein kleines Fliegerl kann sogar einen ganz großen Fisch zum Beispiel heranziehen. Und daher haben wir gewollt, wir wollten in der unteren Ebene beginnen, weil wir ja leider Gottes auch wissen, dass gerade die großen Fische sehr oft mit ihren Äußerungen sagen, ich werde als Beschuldigter geführt, ich entschlage mich der Aussage. Das wird ja auch kritisiert von den Medien. Da muss ich eines dazu sagen. Die Rechte eines Beschuldigten werden auch hier im Parlament geachtet. Da gibt es einmal überhaupt nichts aus. Es ist immer eine Parallelität zwischen einem Strafverfahren und der parteipolitischen und politischen Aufklärung, die hier im Haus betrieben wird. Aber was hat dieser Ausschuss bereits gebracht? Er hat ein Sittenbild gezeichnet. Was bisher nur vermutet wurde, wurde am Beispiel einer Firma, nämlich der Telekom, zur Gewissheit. Wobei ich an dieser Stelle eines sagen musste, ich leide mit den Hunderten und Tausenden Mitarbeitern bei der Telekom, weil die haben sich nämlich das nicht verdient, was ihre Vorstandsebene in diesem Unternehmen angerichtet hat, dass sie jetzt in der Form auch brüskiert werden. Dasselbe, das gilt auch über die Tausenden Jäger in Österreich, die das Kulturgut der Jagd frönen und auch die Diskussionen dem Kulturgut frönen. Und hier in der Wahrnehmung wird die Jagd nur mal als ganz negativ dargestellt. Auch hier bitte das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Nur deswegen, weil insbesondere eine politische Partei, die hier im Haus auch sitzt, die Jagd missbraucht zu verschiedenen Dingen, um Absprachen zu treffen und Ähnlichem. Deswegen kann nicht das gesamte Kulturgut der Jagd in Österreich verunglimpft werden. Aber was sehen wir denn für ein Sittenbild? Wir haben gesehen, dass ein Unternehmen wie die Telekom den Persönlichkeitswahlkampf einer amtierenden Justizministerin bezahlt. Wann das irgendwo in Süditalien stattfinden würde, wann das irgendwo
in der ehemaligen Sowjetunion passieren würde, in irgendwelchen Teilen, da würde man sagen, na, das ist normal. Nein, so etwas passiert bei uns in Österreich. Es gibt Parteizahlungen über Scheinrechnungen, Sonderzahl, dazu später, weil das wird die Finanzministerin ja besonders interessieren. Wir haben erkannt, wer hier das Sagen hat, in einem Niederösterreich-Stammtischclub, in den Räumlichkeiten des ÖVP-Landtagsclubs in der Herrengasse. Es ist das nicht das System ÖVP, sondern es ist das System ÖVP Niederösterreich, das hier unter der Strippenziehung des Erwin Bröll hier Platz gehalten hat. Und damit man, ja, jetzt kommt auf einmal der Protest der ÖVP Niederösterreich. Geschätzte Abgeordnete aus Niederösterreich, kennen Sie einen gewissen Herrn Ernst Strasser noch oder ist der bereits komplett aus der Fantasie in irgendeiner Form verschwunden, dass Sie seine Telefonnummer mehr gar nicht mehr kennen? Es genügt nicht einfach in Niederösterreich, sich mit einem blau-gelben Radtrikot auf einen Drahtesel zu setzen und sage, ich fahre gern Rad, das ist zu wenig für die Politik. Und damit der niederösterreichische Stammtisch nicht exklusiv bleibt, sondern auch andere wohlgesonnene Menschen hereinkommen. Übrigens, Präsident dieses niederösterreichischen Stammtisch ist der Herr Hameceder. Nachfolger von Konrad. Im Jagdclub, das schaut man, dass man noch ein paar andere Leute dazu bekommt, wie wir erfahren haben, Präsident, bitte, welche Wortmeldung kommt dann noch? Bitte, der Präsident dieses Jagdclubs, der Herr Stoß von den Casinos, man bleibt wunderschön untereinander. Um jetzt nach Tirol zu kommen, weil ja eine Auskunftsperson, der Herr Malaun, der ja auch bereits seine Schritte macht. Zuerst sagt er hat alles gewusst, von wem was passiert. Dann sagt er, na, unter Umständen hat er bzw. eine Abgeordnete des Hauses nicht gewusst, was ist, bis der Herr Malaun, wenn überhaupt in den Untersuchungsausschuss kommt, wird in eine Amnesie befallen, die man schon bei mehreren gesehen hat, insbesondere bei Jagdteilnehmern. Jagdteilnehmer, vor allem beim Herrn Menzdorf-Pouilly, leiden unter einer starken Amnesie, die wissen überhaupt nicht mehr, wer bei wem gejagt hat. Vielleicht ist die frische Luft da irgendwo ein Problem dabei. Aber der Tiroler Landeshauptmann Platt hat gemeint, dieser Untersuchungsausschuss dient nur dazu, die Politiker schlecht zu machen. Dem kann ich nur entgegnen, bei schlechten Politikern ist das nicht notwendig, das ist per se so der Fall. Und weil zuerst ja schon einer der Zwischenrufer, wie immer der Kollege Rödler, einen Beitrag zu Beginn hat in der heutigen Redler, hat bereits in der Nön hat er gesagt, der Herr Habeler, wann der kommt, was soll er denn aussagen? Kollege Redler, das werden wir ihn schon fragen, wenn er kommt, was er aussagen soll. Machen Sie sich diesbezüglich keine Sorgen. Aber der Untersuchungsausschuss an sich ist nicht sinnvoll, wenn nicht die richtigen Lehren daraus gezogen werden. Und da fällt natürlich auf, welche Lehren der Vorsitzende der ÖVP Spindelegger zieht. Er möchte einen Verhaltenskodex machen. Was wir brauchen, sind klare und transparente Gesetze, die Sie bis jetzt trefflich verhindert haben. Wo eine Aussage bei einer Zahlung an den ÖAB kann es sich ja nicht um Parteienfinanzierung handeln, weil der ÖAB ist ja ein Verein. Solche Aussagen müssen der Vergangenheit angehören. Vorfeldorganisationen, Landesorganisationen, einzelne Abgeordnete, alle müssen entsprechend reglementiert sein. Das ist auch das, was die Mehrheit der Bevölkerung fordert. Wir wollen auch kein amerikanisches System, so wie es Spindelegger fordert, der meint, wir wollen generell Freiheit haben, damit die Parteien Gelder bekommen können aus der Wirtschaft, woher auch immer. Das ist amerikanisches System. Und die Frau Justizministerin Karl macht ja bereits die Vorbereitungshandlungen. Beim Anfüttern wollen wir nicht so genau hinschauen. Bei der Frage der Parteienfinanzierung wollen wir auch mehr wegschauen bzw. straffrei stellen. Das ist ja genau das System. Und dann kommt natürlich auch noch eine Persönlichkeit wie der Herr Stronach, der das System kennt aus Amerika, aus Kanada, aus den USA, der aus der Vergangenheit ja immer wieder Altpolitiker bei sich angestellt hat, keine Sorge, auch ehemalige freiheitliche Politiker. Wir haben keinen Anlass dazu, in irgendeiner Form an der Historie zu klittern. Aber diese amerikanischen Verhältnisse, wo sich auch ein reicher Mensch eine Partei in Österreich einfach so kauft, das wollen wir eindeutig nicht haben.
Und daher ist diese Ansicht von Herrn Spindelegger eindeutig falsch.